Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von meinem Let's Play zu Cassette Beasts. Und wir haben letztes Mal aufgehört an dieser Stelle hier, wo wir kurz vor dem Kampf gegen Dorian oder einen Erzengel oder beide, ich weiß noch nicht genau, wie es laufen wird, stehen. Ja, wir sind schon in der Bahnstation, wir haben Kaylee dabei und wir können einfach wieder rausgehen, das ist auch gut. Ganz ehrlich, wir gehen doch vielleicht einmal kurz wieder raus. Die Anhänger sind alle weg jetzt, alles klar, das klingt sinnvoll. Ja, und da vorne sind Dorian und der Ersatz für Kaylee, den Dorian sich besorgt hat. Kaylee, Kayleys Begleitung, ihr habt es geschafft. Ich habe die taktischen Entscheidungen getroffen, den Plan zu erweitern. Wie bitte? Fragt Jacqueline. Kaylee und ihre Begleitung gehen vor. Falls der Erzengel sie nicht sofort tötet, gehe ich rein und lasse meine süßen Worte erklingen. Du bist ein Trottel und wirst dich noch umbringen. Ihr zuerst. Aber kann mich ja jetzt auch keiner zwingen, vorzugehen. Aber, naja, okay, von mir aus. So, wir begegnen dem nächsten Erzengel. Mal schauen, was der wieder für uns bereithält. Bisher war die Variation bei denen ja relativ groß, ne? Oh mein Gott. Noch ein Erzengel. Es ist genauso schmerzhaft, ihn anzusehen wie den anderen. Habt ihr meinen Ruf vernommen? Wollt ihr euren Tribut entrichten? Wollt ihr für mich brennen? Er ist irgendwie so ein Schlangen, irgendwas hat der Typ gesagt, ne? Wird schon schief gehen. Oh großer Erzengel, ich habe deinen Ruf vernommen und bin zu deiner Residenz gereist. Für meine Loyalität, göttliche... Blablabla. Ich habe mich aus dem weggedrückt, glaube ich. Oh mein Gott. Urteil. Es ist nichts von ihm übrig, außer Matsche. Von mir nimmt man nichts. Mir gibt man nur. Ich habe ihm doch gesagt, dass es so kommen würde. Na los, Atlas, halt mir das Ding aus, bevor er noch jemanden tötet. Oh mein Gott, da ist gerade jemand. Oh mein Gott. Erzengel Morbidstern, Schlangengott. Ich liebe es, dass die alle so ein bisschen unterschiedlich designt sind, ne? In dem Fall ja ist es einfach so ein 3D-Modell, was so ein bisschen... Ach, der kann auch Präventivschlag. Und Racheschlag. Und wir können auch Racheschlag. Aber wir hatten einen Präventivschlag und er kann auch Racheschlag. Mal schauen, wie lange sich das so... Lang das hier so abgehandelt wird. Kein Typing, das ist okay. Halt 5%, ja, ja, er hat natürlich kein Team, das ist doof. Wir machen mal Kristalllinse, das wird okay sein. Und ansonsten, hier hat es leider nicht getriggert, der angepasste Start. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil das ist der Hauptgrund, warum der vorne ist. Wir spucken mal. Ach Mist, ich habe nicht nachgedacht. Wir hätten den Klingenhai austauschen sollen. Verlockung. Keine Ahnung, was das macht. Einen Apfelbaum pflanzen. Okay. Ich wollte den Klingenhai austauschen, damit... Eisbrecher, okay. Eigentlich wollte ich ihn austauschen, damit wir... Jemand hat einen Apfel genommen und gegessen. Einen Apfel genommen und gegessen. Donnerexplosion. Eher schlecht auf dem Wassermonster. Damit, wenn wir fusionieren, wir eine andere Fusion kriegen als hier zuletzt. Und ich hatte gesagt, wir sind gespannt, wie das mit Dreifings aussehen wird. Dreifings kann außerdem, abgesehen davon, dass wunderbare 7 ein wunderbarer Angriff ist, sehr gut. Wir wurden energetisiert. Kann der ja auch noch hier Dingens, wie heißt es, Ritual. Und Ritual würde ich auch ganz gerne mal benutzen. Ja, das heißt, wenn wir einmal, wir können auch Schilde hoch machen. Ja, wir machen einmal Schilde hoch, dann haben wir im nächsten Zug genug AP für Ritual und danach können wir anfangen, Morbidstern anzugreifen. Donnerexplosion. Eieieiei. Es... Erinnert mich so ein bisschen an... Naja, zum einen an den Sephiroth-Kampf oder auch an Enel von One Piece. Wie weit habe ich One Piece nicht geschaut? Ja, doch, schon noch ein Stück weiter, aber bin ich aktuell auf jeden Fall.
So, Kristalllinse ist ein Apfel. Warum ist dieser Apfelbaum, wie er ist? Ich raff's nicht. Naja, okay. Oh, Urteil. Oh mein Gott. Wurde jetzt auch Atlas direkt durchbesiegt? Gut, dass das ein neuer Part ist. Ansonsten wäre das ein echt dramatisches Ende für den letzten gewesen. Was machen wir denn jetzt? Was, gibt's da einen Gegenstand für? Olivenpower vielleicht? Der einen Charakter sofort eine Stufe steigen lässt? Ne, das hilft mir nicht. Mehr AP. Nee. Neuspulung auf Atlas? Maybe? Nein? Nein? Okay. Gut, dann ist das jetzt, wie es ist. Hoffen wir mal, dass wir uns hier irgendwie durchzecken können, ne? Ja. Kaylee ist gestorben, aber Ritual hat sie zurückgeholt. Okay, Fokus. Oh, Urteil ist ja ein extrem heftiger Angriff, ne? Wunderbare 7. Und vielleicht können wir ihn einschlafen lassen? Nein. Berserker. Genau, das war das Beste, was wir uns vorstellen konnten an der Stelle. Gut. Money Speer hat es schon mal gerichtet. Money Speer darf es gerne nochmal richten. Schneller Klaps. In der Hoffnung, dass wir auch ein Schild kriegen irgendwann mal. Bisher nicht gewesen, nicht so gewesen. Ja, Leiten macht keinen Unterschied. Oder keinen großen Unterschied zumindest. Zweier-Kombo. Ich hätte natürlich Bock, bei schneller Klaps zu bleiben. Ich glaube, das sollten wir auch machen, in der Hoffnung, dass wir ein Schild kriegen. Yes! Sehr gut. Für das Urteil, Racheschlag oder was auch immer da jetzt kommt. Urteil. Yes. Yes. Sehr, sehr gut. Das war eine vernünftige Entscheidung, die tatsächlich belohnt wurde. Boah, da habe ich mir auch ein bisschen mehr Schaden erhofft, sind wir ehrlich. Wir klapsen mal weiter noch ein bisschen, bis wir wieder ein Schild kriegen zumindest. Oder in der Hoffnung, dass wir zeitig ein Schild kriegen, sagen wir so. Fokus. Präzision erhöht, okay. Wir werden ihn einmal zurückspulen. Ja, wenn wir nur ein Monster haben, dann ist Money Speer, glaube ich, die beste Wahl grundsätzlich. Verlockung, okay. Donnerexplosion. Es ist okay. Noch sind wir relativ gut bedient. Ich meine, der Apfelbaum wird uns auch helfen. Es war ein vergifteter Apfel. Und Urteil beendet ihn leider auch. Ärgerlich. Okay. Bocktasma. Podderich, komm, bitte, Podderich. Bitte regel das für uns. Sengende Faust könnte helfen. Ja, komm. Vielleicht ist es die sengende Faust. Hat einen Apfel genommen und gegessen. Naja, gut. Und wir wurden wieder vergiftet. Ich hatte sowas ja vermutet ursprünglich, dass man irgendwie so ein Apfel isst und dass das ein Problem ist, aber Oh, der Doppelklaps hat nicht ganz gereicht. Und der Racheschlag. Problematisch wieder mal. Donnerexplosion. Vermutlich nicht so ein Problem für Podderich. Fokus. Kein Problem. Das könnte der Doppelklaps sein. Yes. Oh mein Gott. Wenn da jetzt nicht noch was passiert. Nein. Okay. Wow, war das knapp. Also das ist sehr schnell aus den Fugen geraten auf jeden Fall. Eieieiei. Deine Ausdauer wurde um 11% erhöht. Du kannst jetzt 5 Sekunden lang gleiten. Cool. Ah, die Story wieder. Das Lied geht weiter. Willst du dieses Land verlassen? Hör gut zu, hör auf mein Lied. Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst den Weg du gehen, der vor dir liegt? Nach Osten müssen deine Flügel flattern, an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Der Rest des Lieds ist unverständlich leise.
Ach, der Typ wieder. Mobbitstern, richtig? Junge, was habe ich für ein Stellenangebot für dich? Euch kenne ich doch. Und ich weiß wirklich nicht, wie ihr hier runtergekommen seid. Wir haben gebuddelt. Dorian! Dorian! Es tut mir leid, aber das ist seine eigene Schuld. Wir sollten hier verschwinden. Die Luft schmeckt nach Tod. Okay. Bisschen dramatisch. Die Gemeinde wird ihre Tore eröffnen. Wir werden versuchen, zum Rest von Neu-Viral zu finden. Wir wollten nur Führung, aber niemals... Ich weiß. Die Leute in dieser Gemeinschaft sind keine schlechten Menschen. Ihr müsst nur auf der Hut vor denen sein, an die ihr glaubt. Es ist wieder mal sehr, sehr weise. Das war ziemlich heftig. Wie fühlst du dich? Ich? Das wird schon wieder. Ich fühle mich furchtbar, weil ich Dorian so lange geholfen habe, aber ich habe ihm mehr vorzuwerfen als mir selbst. Ich habe die Kinder des Kummers ungefähr zur selben Zeit wie er gefunden. Ich brauchte dieses Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Er und ich wurden gute Freunde und ich war so eine Art Assistentin für ihn. Ich weiß nicht, ob es sich einfach nur nach und nach verändert hat oder niemals gut war, aber Dorians Macht über die Bewohner von Morbidstadt wurde zu etwas Finsterem. Alles drehte sich um ihn, seine Wünsche, seine Träume und seine Einbildungen. Das war nicht mehr die Gemeinschaft, die ich mir so sehr gewünscht hatte. Die Leute waren verletzt und ich half ihm, alles auszubügeln. Nein, ich war nicht seine Assistentin, ich war seine Ausputzerin. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, etwas Gutes zu tun, ihm zu helfen, einen positiven Status quo beizubehalten, selbst wenn Leute ab und an verletzt wurden. Ich bin kein guter Mensch, Atlas. Ja, schön, dass du das so siehst. Ich hoffe, dass es allen besser geht, nachdem er jetzt fort ist. Vom Weg abgekommene Menschen suchen Führung und genau die hat Dorian ihnen geboten. Tja, ein weiterer Erzengel ist erledigt und ich werde dir helfen, auch noch den Rest zu finden. Quest abgeschlossen. Yay, Beziehungsstufe für 2. Du kannst nach einer Fusion mit Kaylee jetzt Fusionskraft nutzen. Fusionen mit Kaylee haben jetzt 10% Stärke mehr. Dieser Dreieckmann ist wieder erschienen. Was will er deiner Meinung nach wohl von den Erzengeln? Also hast du eine weitere Zeile für unser mysteriöses Visionenlied erhalten? Wie lautet sie? Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Das klingt, als würde er in eine bestimmte Richtung weisen, allerdings wird es nicht besonders eingegrenzt. Okay, lassen wir es krachen. Wohin geht's als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass auf dem Friedhof irgendwas passiert? Das könnten wir uns mal ansehen. Ja. Das Gerücht habe ich tatsächlich gehört. So. 3 von, keine Ahnung, Büros geräumt. Okay, super. Auf der Jagd. Prügelbock. Ja, also wir schauen uns vielleicht hier noch einmal ein bisschen um. Dann gehen wir mal 1-2 Quests in Hafenstadt abgeben. Oder zumindest eine Quest, von der ich gerade weiß. Was mit dir? Ich möchte reisen, ich will Neu-Vera verlassen. Bahnsteig B. Aha. Okay. Also wir sind gar nicht mehr in der Stadt, ne? Ja, okay. Aber heißt das, die Kultisten sehen uns auch wieder cool? Ah, sie hat Waren. Oder es hat Waren. Wir können Holz für Blätter kaufen. Einfache Kassette, Saures, AP-Fabrik. Alle AP des Benutzers an seinen Verbündeten. Oh, stark. Ey, das ist ja super. Da kann man natürlich auch frühzeitig einem viele AP zuschustern. Verstärkung auf das Ziel, bla 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 bla. Ja, das ist nicht so. Sorry. So, was kannst du? Entschuldige die Feindseligkeit, nichts Persönliches, außer Kontrolle. Ja, ja, ist okay. Schlangengott, totaler Betrug. Mhm. Bisschen schon. Hier war einer drin. Nein, hier war keiner drin. Hier oben aber. Oh, hi. Sackgasse, bla bla bla. Doof. Nur, dass wir mit allen zumindest nochmal gequatscht haben. Ich meine, der erste war direkt ein Händler, das war cool. So, du warst da von vornherein freundlich. Nix Spannendes. Was kannst du? Tut mir leid, dass ich deines gleichen gegenüber so feindselig war. Wir haben es einfach etwas übertrieben. Hm. Klar. Etwas. Ach, die Dualität der Menschen, okay. Du? Unfassbar, Bruder Cooper.
Was kannst du? Nix. Vielleicht nochmal mit hier Jacqueline sprechen, ne? Hm. Jacqueline ist nicht da. Mal zum Bahnsteig. Hier passiert auch nichts Spannendes. Okay, okay. Hat sich nicht gelohnt. Also, auf zur... Na, auf zur Hafenstadt. Schnellreise ist hier nicht möglich. Das ist auch... Fehlentscheidung über Fehlentscheidung. So, so. Na, so, dann nochmal so und so und so. Ab hier sollte Schnellreise möglich sein. Da. Jetzt. So war es. Also machen wir das mit der Gruppe wieder und dann gehe ich mit Meredith. Genau. Also ich werde ein bisschen die Gruppe, also ich werde einmal kurz husten und mich einmal um die Gruppe kümmern. So, da wären wir wieder. Ja, also Meredith ist dabei, ich habe die Gruppensachen gemacht und wir zeigen jetzt mal eben den Hasen vor. Hm, er war real, das hätte ich niemals gedacht. Ah, das Monster namens Prügelbock. Es ist eigenartig, wie offenbar unsere Mythen und Legenden das Erscheinungsbild der Monster hier auf Neuviral beeinflussen. Sag mal, könnte ich dir einige Fragen über die Welt stellen, von der du kamst? Ich versuche auch die verschiedenen Realitäten zu katalogisieren, aus denen die Bewohner in Hafenstadt kommen. Excellent. Excellent. Ich werde einfach eine Reihe von Fragen zu verschiedenen historischen Ereignissen stellen und du sagst mir, ob du damit vertraut bist. Frage 1. Sagt dir das Römische Reich etwas? Jupp. Frage 2. Hat in der Vergangenheit deine Welt die industrielle Revolution stattgefunden? Jupp. Sind jemals Menschen auf dem Mond gelandet? Nein. Jupp. Letzte Frage. Hast du schon einen Tag der Vögel gegeben? Schon. Mach dir deswegen keine Gedanken. Du kannst von Glück reden, dass du nicht weißt, was ich damit meine. Thank you. Nochmal danke, dass du mir geholfen hast. Hier bitte für deine Mühe. Jetzt brauchen wir noch ein fusioniertes Material. Bist du bereit für einen weiteren Monsterauftrag? Aber sicher bist du das. Neulich hat Captain Penny Dreadful hier eine Creme mit einer Kapuze und einer Maske im Ödland erwähnt. Sag mir sofort Bescheid, sobald du dieses Monster aufgenommen hast. Ich glaube, das haben wir schon. Sei gegrüßt, mein eifriges Helferlein. Ja, hier ist das Monster. Ausgezeichnet. Und wieder einmal hast du dich als äußerst kompetent erwiesen. Nimmer tot, oder? Yes. Also, wir haben nur noch ein Monster auf meiner Liste der dringenden Untersuchung. Ianthi selbst hat eine Kreatur erwähnt, die beim ersten Anblick eines Menschen Reis ausnimmt. Angeblich handelt es sich um einen Elf mit Holzgesicht im Park. Wenn sich das für dich nach etwas anhört, das du aufnehmen könntest, wünsche ich dir viel Glück. Greetings. Ja, haben wir schon. Sei gegrüßt, mein eifriges Helferlein. Hello. Ja, wir haben das Monster schon, es ist elflos. Welche Bedeutung könnte das haben? Vielleicht gibt es eine tiefe, übernatürliche Verbindung zwischen der Art und Weise, wie Menschen Gesichter wahrnehmen und der Manifestation dieses Monsters. Es könnte natürlich auch ganz einfach sein, dass Monster ziemlich cool aussehen. Gut. Ich muss dir zu deinem Können gratulieren. Wenn das so weitergeht, bin ich am Ende noch der Assistent und nicht mehr der Wissenschaftler. Eigentlich bin ich ja auch gar kein Professor oder Wissenschaftler. Bevor ich ans Ufer von Neuvira gespült wurde, war ich ein einfacher Büroangestellter. Eigentlich habe ich es weniger mit Wissenschaft als mit Science Fiction. Nichtsdestotrotz muss ich rational bleiben. Hierher zu kommen, hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Ich mag ja kein echter Professor sein, aber trotzdem glaube ich, dass meine Bemühungen hier nützlich sein könnten. Danke für deine unablässige Hilfe im Dienst der Wissenschaft. Du gibst ein gutes Beispiel für uns alle ab. Falls du irgendwann mal wieder beim Katalogisieren helfen möchtest, sprich mich an. Es gibt stets neue Dinge zu tun. Ja, wie viele verschiedene Spezies hast du draußen aufgenommen? Grundgütiger 53, dank für deine Arbeit. Hier ist eine Aufwandsentschädigung. 25 fusioniertes Material? Oh mein Gott. Komm wieder vorbei, wenn du 60 erreicht hast. Oh, super. Das können wir doch jetzt mal direkt auf den Kopf hauen. Ich wollte mir nämlich auf jeden Fall hier, das hier, dieses Fell kaufen. Damit kriegen wir am Anfang zusätzlich AP. Extrem stark. Rückspultasche interessiert mich nicht. Ja, doch, eigentlich Rückspultasche ist gar nicht verkehrt. Dann könnten wir einen Trank mehr dabei haben. Ja.
Ja, ja, aber ist ja jetzt nicht Neuspultasche, ist auch ganz nett. Dann können wir einen extra Beleber dabei haben. Mitgliedsausweis finde ich super. Dann können wir nämlich an Trainingssachen teilnehmen. Plus einen Zusatztrainingspunkt. Verstehe ich nicht. Haben wir noch gar nicht probiert, finde ich aber spannend. Händlergildenmitgliedschaft. 5% Rabatt. Ja, je früher man das hat, desto besser, ne? Und eine Mikrofonverbesserung für eine bessere Aufnahmechance. Spitze. Dann den Rest in Zusatztrainingspunkte, wie gesagt, was auch immer das bedeutet. Und ja, dann können wir jetzt mal dieses Training hier probieren. Da bin ich auch gespannt. Lass uns pumpen. Ach, meine Grundwerte kann ich ändern. Aha, was hätte ich denn gerne? Ist ja eine interessante Frage. Kannst du Atlas Grundwerte anpassen, was sich auf die gesamten Monstergestalten auswirkt? Zusätzliche Punkte erhältst du von Ranger Wilma. Niedrigere Minimalwerte kannst du freischalten, indem du weitere Captains besiegst. Okay, das hier ist also der Minimalwert, den ich nehmen kann. Das ist ja richtig awesome. Und das heißt, ich kann jetzt immer fusioniertes Material in weitere Stat-Punkte investieren. Cool. Ja, TP sind immer nett. Ja, relativ nett. Tempo ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, ist schwierig. Ich hab ja nicht so richtig eine Linie, ne? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Tempo, weil früher angreifen ist meistens besser. Das sind die Sounds vom Pumpen, ich höre schon. Puh, was für ein Workout. Meine Muskeln brennen förmlich. Bis später. Okay, Ranger Gym. Nett. Boah, 25 von jetzt auf gleich, von dieser doch sehr seltenen Ressource, die man sich immer sehr mühselig spielen muss. Spannend. Gut. Also, wir wollten irgendwas in einem Friedhof machen. Trüber See, Metallfrau, ist da oben. Gelächter im Friedhof. Ja, und da in der Nähe ist auch Captain Gladiola. Machen wir das. Gehen wir zum Friedhof und schauen mal, wer da lacht. Ich habe die Vermutung, dass es ein Erzengel sein könnte, aber vielleicht auch nicht. Der Rest der Welt laden, schaffen wir. Wir können jetzt auch hier länger schwimmen, ne? Das heißt, es sollte alles etwas weniger ein Problem sein. Unsere Gruppe sieht okay aus. Ich hätte ganz gerne mal wieder jemand anderen vorne. Ich würde sagen, Podderich immer nett. Da kommen wir nicht so ohne weiteres hoch. Ärgerlich. Sie schon natürlich. Das war vielleicht keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Okay, es war keine gute Idee. Oh, ja, müssen wir uns erstmal verschnauben. So. Ja, ich glaube, hier oben konnte man da irgendwie hochklettern oder so. Ja, oder auch nicht. Also hier rechts, ja, dann von mir aus halt so. Soll mir alles recht sein. Na. Auf der Karte ist hier eine Brücke. In echt ist hier keine Brücke. Ha. Wie kommen wir denn da hin? Ja, wahrscheinlich von hier aus irgendwie, ne? Oh Mann. Da werden wir jetzt mal ein bisschen eine kleine Schwimmeinlage haben. Hier bei der Altar, das ist so ein Vorsprung leider nur. Ja, schauen wir mal. Irgendwie werden wir da hinkommen. Ja, hier, maybe. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, wir waren hier ja schon mal, aber ich habe es nicht so richtig. Nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Genau, und von hier aus nach Süden klingt sinnvoll. Ja, doch, ich erinnere mich sogar, dass wir hier irgendwie stecken geblieben waren. Diese Wiese ist ziemlich hübsch. Kann man so sagen. Hier wäre natürlich noch eine Brücke, die man theoretisch hochziehen kann irgendwie. Oh, okay. Das perfekte menschliche Wesen vereint alle menschlichen Wesen in sich. Es ist ein Kollektiv. Wir alle gemeinsam ergeben Perfektion.
Ich halte dich auch dazu an, einem großen Kampf teilzunehmen. Den Kampf des Lebens, der größer ist als jeder irdische Konflikt. Okay. Ah, Sokrates und Platon. Ich verstehe. Galagor. Galagor hat schon mal jemand eingesetzt, fand ich sehr cool. Ja, komm. Oh, die Herzen von Galagor und Linksausleger sind eins. Das sieht eher unheimlich und bad aus. Als cool. Oh wow, Sokrates und Platon fusionieren. Hammer. Philosophen Overkill. Wir können auch fusionieren. Warum nicht? Schon. Herzen von Atlas und Meredith sind eins. Der sieht so witzig aus. Trifft ein ganzes Tier, ihm verliert dann. Ja, wir bleiben mal bei Beißen, weil aktuell haben wir nur ein gegnerisches Ziel. Yes. Batterie, nervig. Rachschlag, sehr gut. Ja, für sowas ist es natürlich dann auch wieder gut, wenn man vereint ist. Doppelklapp, sengende Faust. Ja, sengende Faust bringt nichts, weil es ist ein Astralmonster auch. Kristalllinse, ich weiß ja nicht. Beißen, komm. Einfach beißen. Ansonsten wäre Kristalllinse vielleicht noch gut wegen Orbitalstrahl. Okay. Klassische Sokrates- und Platon-Kiste. Mit Geistverschmelzung teilen ihre Aktionen mit Verbündeten. Aber es gibt keine Verbündeten. Ihr seid alleine zu zweit. Ja, sehr gut. Und dann können wir jetzt Fusionskraft mal benutzen. Ach so, in dem Fall sind sie dann doch wieder besiegt. Ich raff's nicht so ganz. Also ich raff's schon, aber ich finde, das ist nicht ganz, wie sagt man, kohärent, ne? Okay. Thank you. Ja, danke. Ich dachte, ich könnte dich besiegen, aber nun bin ich wahrhaft weise, da ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sind Philosophen, Sokrates, keine Kämpfer. Kaum ein menschliches Wesen ist fähig, zwei Berufe oder Künste richtig nachzugehen. Ja, aber nicht keiner. So. Müssen wir von hier aus jetzt in den Süden, ey, krass. Ah, haben wir die schon benutzt? Nee, aber jetzt. Oh, das war knapp. So, hier können wir hoch, super. Und das war, glaube ich, sehr leicht. Ja. Ich hatte bisher auch ein bisschen Resistenz. Ja, okay. Ich hatte bisher auch ein bisschen Glück mit den Teilen. Es könnte sein, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass ich die sehr gut beherrsche oder verstehe, aber dem ist nicht so. Ja, du willst auch kämpfen wahrscheinlich. Oh, braucht man einen geladenen Magneten. Habe ich aber nicht. Problem. Ja, komm. Wer bist du? Ich bin hier, um den Gerüchten bei der Mini-Dominotte nachzugehen. Alles deutet auf diesen Ort hin, aber bisher habe ich nur normal große Dominotten gesehen. Vielleicht hat das was mit dem Zug zu tun, der gerade eben unter der Erde vorbeigefahren ist. Okay. Okay, ein Zug unter der Erde. Wow, okay. Spannend. Ja, manchmal mache ich dumme Fehler. Meine Freunde nennen mich scherzhaft Strohkopf, wenn die wüssten. Wenn die was wüssten. Ja, hier sind die Gegner auch wieder ungefähr auf unserem Level. Da muss man wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Sengende Faust. Wird gegen die Wirbelpuppe sinnvoll sein. Ja. Oh wow, warum haben wir das abbekommen? Das habe ich nicht verstanden. Das war ich nicht gut. Hä? Nochmal, was? Nee. Hab ich nicht begriffen. Ja, dass wir geerdet werden, ist okay, das verstehe ich, aber warum wir direkt Schaden bekommen haben, nachdem wir das benutzt haben, weiß ich nicht. Nochmal. Es wird sich ja jetzt hoffentlich legen. Gott, war das viel Schaden.
Blutwurst. Das heißt, der Kampf geht weiter. Die nächste... Meine Güte, Entschuldigung. Die nächste Kristalllinse und die nächste sengende Faust. Oh Gott. Die Präzision ist ein bisschen niedrig anscheinend, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Präzision nicht niedrig. Ist es durch geerdet, dass man nicht so viel Schaden macht? Ich weiß nicht. Nicht so eine hohe Präzision hat? Eigentlich doch nicht, ne? Oder anscheinend schon, sagen wir so. Eigentlich nicht, aber anscheinend schon. Sengende Faust, go. Boah, das zieht sich aber länger, als ich normalerweise damit rechne bei so Kämpfen. Blinzeln, okay. Nahkampfangriff ist hier eh nicht so wichtig. Ja, das wird es gewesen sein, klar. Weil nicht mehr als zwei Monster. Super. Mal wieder mich anders hinsetzen. Ich bin doch ein Strohkopf, okay. Genau, wir müssen einfach straight in den Süden. Aber wir sollten ja trotzdem links und rechts mal aufdecken zumindest. Vielleicht gibt es ja was Sinnvolles irgendwo. Zum Beispiel das hier. Irgendwas, was uns... Ah! Kann ich den haben? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber dann können wir uns hier nächstes Mal hochziehen. Ich verstehe. Okay. Okay, okay, okay. Ah, wer bist du? Okay. Immer möglichst schön dashen, damit wir in... Dashen. Dashen, damit wir im Zweifelsfall direkt diesen Vorteilsschaden machen. Und hier gibt es noch ein paar Makler, die wir ausmerzen können. Super. Im Sumpfgebiet. Mit einem regulierten Wohnungsmarkt würde Neu-Wirral einen Wachstumsboom erleben. Es gibt keinen Grund, den Fortschritt zu bekämpfen. Okay. Makler 1 und 2. Gaunpier. Ein Gauner-Vampir. Okay. Kristalllinse. Oh, Podderich. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Kann trotzdem mal einen Doppelklaps auf den Gaunpier verüben. Energieschuss, ärgerlich. Oh Gott. Gut, dann muss der Klingenhai ran. So, Kristalllinse. Und Sintflut war es, ne? Ja, das ist der Multi-Angriff. Könnte reichen. Zack, Boom, Bang. Oder auch Bang, Boom, Bang. Okay, Racheschlag. Und mit Sinnflut reicht es dann jetzt hoffentlich. Okay. Stufe 41, das sehe ich jetzt erst. Eieieiei. Aber das ist ja jetzt auch ein bisschen viel hier, ne? Ist er besiegt? Nein. Oh, wow. Okay, krass. Das ist, da habe ich nicht mit gerechnet. Tulpa rufen. Ja, Ja, es ist egal, was ich mit 1% Wahrscheinlichkeit mache, ne? Tulpa rufen. Komm. Haben wir ein Item, um Statusveränderungen aufzuheben? Nicht so wirklich, ne? Schade. Knapp. Ich hab's gespürt. Fast wäre Tulpa gekommen. Boktasma, was haben wir für Gegner? Wir können drei Finks nehmen. Komm. Ja, wir brauchen halt nicht zwei Astralmonster eigentlich, ne? Oh, Gaunpi hat Gambit benutzt. Gambit ist doch. Man muss innerhalb von drei Zügen gewinnen, ansonsten geht es ex. Gottes Willen ist das wie. Oh, jetzt haben wir es beide benutzt. Okay. Wir müssen einfach nur überleben. Das reicht schon. Ah, ich will mir nicht die Nase putzen. Ich will nicht schon wieder unterbrechen und hinterher vergessen, dass ich es rausschneiden muss oder so.
Kampf, Kristalllinse, die 100. Ja, bringt eigentlich auch nichts. Wir bleiben bei Spucken. Spucken und wunderbare 7. Oh nein! Das wäre so super gewesen, wenn das noch durchgegangen wäre. Das war zu viel. Idiot. Ich hoffe, sie meinte nicht mich übrigens. Ja. Schadenswurf. Hat gereicht. Sag, wie es ist. Oh wow. Oh wow. Wir sind da in was reingeraten, was größer war als wir. Okay, krass. Meine Güte, haben wir viele Ressourcen verloren. Und das ist nicht. Weizen ist übrigens anscheinend nicht Blatt. Oh nee. Auch wir sind so lange nicht mehr bei der Ärztin gewesen. Ja, geh es locker an. Ich möchte nicht, dass du meine Arbeit wieder so schnell zunichte machst. Ja, ist ja okay. Oh Mann. Und es gibt hier keinen schnellen Weg hin, ne? Blöd. Ganz blöd. Ja, dann. Ja, bringt nichts. Müssen wir nochmal hinlaufen. Ich denke dran, das rauszuschneiden. Ja, doch, genau. So machen wir das. Ich putze mir die Nase, dann genau, schneide ich den Weg raus dahin. Nebenbei kann ich nochmal ein bisschen was einkaufen. So machen wir es. Alles klar. Bis gleich. So, bei Nacht sind wir wieder angekommen. Ich habe auf dem Weg nur die Hälfte des Lebens von Meredith verloren. Und wir gehen in die nächste Runde und werden direkt fusionieren. So. Ja, ich habe Jormungold wieder nach vorne getan. Ja, die Herzen sind eins. Jormungfings. Schön. Wir können leider noch nicht direkt. Doch, wir können direkt wunderbare 7 benutzen. Sehr gut. Wir werden alles auf ihr König und Königin tun. Was für versteinert? Glitterüberzug. Oh mein Gott, was passiert hier? Glitter haben wir. Wir haben noch kein Monster vom Glitter-Typ auf jeden Fall. Okay. Es sind sehr viele Sachen passiert. Versteinert kenne ich noch nicht als Effekt oder habe ich zumindest vergessen. Ich raff's nicht. Angriffe des Pflanzentyps tragen Samen in sich, die in Zielen des Erdtyps eingepflanzt werden und Energie abziehen. Super, finden wir gut. Also noch viel mehr Farbe wechseln könnten wir hier auch nicht, ne? Zurückgeschreckt, das heißt, wir können wieder nichts machen. Leben absorbieren, ja, von mir aus. Machen wir aber genauso. AP gestohlen, okay, macht da nur nichts mit, nichts Sinnvolles. Ah, wir können nichts. Keine Angriffe machen. Schlecht. Ja, verteidigen wir uns halt ein bisschen. Für ein paar Runden. Das ist natürlich wieder ein sehr, sehr spannender Kampf. Okay, er macht auch irgendwelche Schilde. Wir schauen mal, dass wir unsere Verteidigung auf jeden Fall erhöhen. Ist das für beides? Oh, Gambit. Oh, jetzt geht's wieder los. Es geht wieder los. Oh nein. Aber noch sind wir ganz gut aufgestellt, weil wir regenerieren. Ich glaube, der einzige Schaden, den wir aktuell verurteilen. Ach nee, Schilde hoch. Nee. Doch, Nahkampf und Fernkampfabwehr des Benutzers. Okay. Ja, wenn das Symbol ist, was das repräsentiert, von mir aus. Delegieren, verteilt sein Schild und seine Statuseffekte. Okay, cool. Jetzt sind wir auch nicht mehr mit Glitter überzogen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wir könnten wunderbare 7 benutzen. Energiewelle. Fusionskraft, komm. Fusionskraft, go. Haben wir noch nicht gesehen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Rachschlag, gute Sache. Blühende Faust, Fusionskraft. Okay. Scheint in Ordnung. Blutdurst, das Übliche. Ja, und dann haben wir jetzt nur noch einen Gegner und können ein paar Mal wunderbare 7 benutzen und dann ist wieder alles okay. Ja, es war ein Ausrutscher. Aber Fans, aber so richtig leicht sind diese Gegner hier nicht, ne? Also, auch wenn die immer nur zwei, also auch wenn die Kämpfe relativ schnell gehen, weil sie immer nur zwei Monster haben, maximal zwei.
Racheflug, Glitzerüberzug, Versteiner. Versteiner ist ja richtig nervig. Also wenn man dann halt nichts hat, also wie ich, nichts hat, was irgendwie passiv sinnvoll ist, steht man da, ne? Ja. Ripterra, meine Güte. Okay, immerhin kommen die Racheschläge gut durch. Seine leider auch. Oh mein Gott. Wie viele Racheschläge wollen wir noch? Ja. Ich würde gern einmal zurückspulen, weil noch müssen wir ja nur einen Bleistift benutzen. Und nicht zwei. Ansonsten müssen wir halt beide heilen oder im schlimmsten Fall sogar noch hier wieder aufziehen. Mehr Verteidigung. Es ist halt kein Adrenalinkampf jetzt gerade, ne? Obwohl das natürlich spannend ist, ne? Racheschlag, Racheschlag, yes. So will ich das sehen, so habe ich mir das gewünscht. Blutdurst, mehr Schaden, nice, okay, cool. Haben wir wieder ein Nest von Maklern ausgehoben. Und noch ein Büro geräumt. Eugene dürfte es zu schätzen wissen, dass wir seine Arbeit für ihn machen. Oh, ich habe vergessen da reinzuschauen. Ich hoffe, die Belohnung ist da noch drin. Ja, fusioniertes Material. Super. Wir wollten aber eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten eigentlich nur in den Süden zum Friedhof, ne? Ja. Von da hinten aus, komm. Komm. What? Die Makler werden unberechtigterweise bezichtigt, Schieber zu sein. Wir schieben höchstens mal Papierstapel auf dem Schreibtisch umher. Ihr seid zu zweit auch noch. Mann, seid ihr nett. Ja, Präventivschlag leider aufgeteilt auf zwei Gegner, ist okay. Sternschuss bringt nichts. Spucken. Doch. Könnte okay sein. Ah, er hat noch eins. Okay. Ja, okay, er hat noch ein Monster. Ah, das weiß ich nicht. Das hat mir gerade eben in dem Kampf schon nicht gefallen. Es hat irgendwie nicht so viel gemacht, aber es hat mir trotzdem nicht gefallen. Kristalllinse und wunderbare 7. Komm. Komm. Warum kriege ich da einfach für Vampir plus 4 Leben? Ich raff's nicht. Also ich vermute, dass es ein Sticker ist, aber naja. Ist ja nicht besiegt, wollte schon sagen. Unvergiftet, nett. Süßes, den Angriff habe ich vorhin auch schon nicht verstanden. Der macht auch irgendwie random Sachen oder so gefühlt. Das war gut. Oh, super, der hatte nur eins. Okay, ja, cool. Ja, okay, dann will ich mich gar nicht so laut beschweren, aber der Kampf war ein bisschen unnötig. Gegen Hehlerei habe ich allerdings nichts. Ich kann nicht verhehlen, dass es was hat, gestohlenes Eigentum weiterzuverkaufen, bevor jemand davon erfährt. Apropos, hast du Interesse, ein neues Haus zu kaufen? Nicht? Na gut, vergiss es. Ein neues Haus, weil ich ja schon so viele habe. Oh, wer bist du? Oh, das Viech haben wir doch schon mal... Ja, okay, hat funktioniert. Schleimlet. Schleimlet. Ist das irgendwie ein Anzeigefehler? Ein bisschen weit reingezoomt, ne? Oder kommt nur mir das so vor? Nee. Ist er weggerannt? Hä? Gewinne einen Kampf, bevor er anfängt. Cool. Ja, nett. Nehme ich. Ich hätte es gerne gefangen, um ehrlich zu sein. Also ge-recorded. Aber war dann jetzt so. Da ist noch einer. Also viel ungeschickter hätte ich mich nicht anstellen können, ne? Und wer bist du? Oh nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Oh. So. Und Fallenwurm. Ich will euch beide haben. Es ist doch ein bisschen weiter reingezoomt als sonst, oder? Weil sonst sieht man doch... Naja. Ja, er kann besser aufnehmen wahrscheinlich gerade. Sternschuss ist nicht so gut gegen Gift. Wir probieren es trotzdem mal. Stand jetzt sind wir bei 100%. Okay, der Klaps hat uns vergiftet. Aber die Chance nicht reduziert. Aus irgendwelchen Gründen haben wir ihn verbrannt. Das raff ich auch nicht. Okay, der Angriff war trotzdem gut. Sch-
Schrapnell klingt auch problematisch. Erleiden bei jeder ihrer Verwandlungen Schaden. Das heißt, er sollte sich nicht verwandeln, I guess. Schleimlette. Entstehen, wenn glücklose Bauernskelette in Sumpfwasser fallen und nicht mehr herauskommen. Mit der Zeit lösen sich ihre Körper auf und werden zu Wesen, die hauptsächlich aus giftigem Schleim bestehen, aber angeblich einen hervorragenden Dünger ergibt. Okay. Angeblich. Jetzt könnte man das nicht überprüfen. Naja. Okay, Fernkampfangriff erhöht. Wir probieren mal direkt auch den Fallenwurm aufzunehmen. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Auch wieder mit dem Sternschuss. Weil wir sollten uns ja nicht verwandeln mit Meredith. So. Das war auch wieder schwer in Ordnung. Obwohl der Gegner auch Level 41 ist. Scharfe Kanten, Kontaktschaden. Wollen wir alles nicht. Nein, nein. Wir nehmen dich einfach auf und schicken dich nach Hause. Fallenwürmer können tagelang die Luft anhalten, während sie unter Schlamm und Erde darauf warten, dass Beute auf sie tritt. Ihre Kiefer sind enorm stark, was es nahezu unmöglich macht, sie mit Gewalt zu öffnen. Bei dem Viech sehe ich auch noch nicht so richtig. Ah, ja, doch. Achso, okay. Das ist das Maul, das ist das Auge. Diese beiden Punkte sind ein bisschen Ablenkung. Ah, naja. Seit wann Würmer Beine haben, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Aber es wird okay sein. Cool. Wieder zwei Monster aufgenommen. Sehr schön. Also, und eigentlich wollte ich schauen, ob man hier wieder hochkommt und zu dem Typen da. Ob der irgendwas Wichtiges ist. Der da. Das könnte ja ein Captain sein oder so. Gibt es hier noch was zum Zurückspulen? Ja, ich sag mal so, in dem Giftgebiet sollte ich auch drei Things nicht vorne haben, ne? Sondern vielleicht lieber Money-Speer. Oh, ich wäre fast wieder runter. Hey, hey. Captain Sybil, super. Hallöchen, ihr hört Sybil Radio mit Berichten aus ganz Neuviral rund um die Uhr. Wir berichten live von der Westküste mit unserem neuen Ranger-Auszubildenden Atlas. Angeblich handelt es sich bei Atlas um jemanden, der enormes Talent für den Monsterkampf besitzt. Was meinst du? Sollen wir den Leuten einen Höreindruck vom Schlachtfeld verschaffen? Das wäre auch spannend, aber naja. Oh ja, dann schnallt euch an, liebe Zuhörer. Jetzt kommt eine exklusive Live-Performance. Super. Captain Sybil, Radiomoderatorin. Naja, also wenn es da so Radio gibt und so Aufnahmewerkzeug, so, muss man auch aufpassen, dass man nicht ein Monster im Radio abspielt und alle, die gerade Radio hören, sich in Monster verwandeln. Irgendwie sowas. Also es gibt da auf jeden Fall ein paar Sachen zu klären. Ein paar Ungereimtheiten, sagen wir so. Ein Gackabilly. Und Sybil ist einfach. Die heißt ja auch so, ne? Wahrscheinlich heißt das Monster nicht so. Kassettenwechsler. Wow. Das ist die Strategie, also. Schrapnell und dann Kassettenwechsler. I see. Eis und Wasser leiten Elektrizität und erhöhen sowohl den Umfang als auch die Reichweite von Angriffen des Blitztyps. Das ist natürlich blöd für uns jetzt, ne? Wir möchten beißen. Wir möchten Gackabilly beißen. Und den Eisbrecher benutzen. Ich meine, mehr als diesen Statuseffekt haben kann er ja auch nicht. Also ist ja egal, wie viele Stacks er darauf hat. Eisbrecher, go. Es hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber es hat ihn immerhin verlangsamt. Nochmal Kassettenwechsler. Ja, da waren wir vorher auch. Können wir wieder Präventivschlag benutzen? Super. AP-Starter haben wir nochmal bekommen. Ja, das ist okay. Ich glaube, das wird sich hier nicht allzu lange ziehen. Ich hoffe, es wird sich nicht allzu lange ziehen, sagen wir so. Und den bisschen Schaden, den man da vom Schrapnell bekommt, ist ja auch zu vernachlässigen eigentlich, ne? Ja, das ist eher das Problem, dieses Leiten, ne? Könnten wir das... Ah, wir haben zu wenig für... Naja, dann ist das jetzt so. Wenn wir jetzt Multischlag gehabt hätten, hätte ich gedacht, ah, vielleicht können wir sie auch direkt besiegen. Blutdurst, Blutdurst. Go, go. Der Biss hat nicht gereicht. Schade. Der Kampf geht in die heiße Phase. Wird eure geliebte Moderatorin gewinnen oder geht der Sieg an den tapferen Außenseiter? Wow. Es wird Zeit für den Höhepunkt. Oh, eine Serenade. Die kennen wir schon. Zweier-Kombo, go.
Ja, Glas und Wind macht wahrscheinlich nicht so viel. Das hingegen schon. Und noch ein Crit, um sie komplett zu besiegen. Cool. Super. Ja, das war... Ey, gut, dass wir nicht an der vorbeigelaufen sind. Die sah halt auch so ein bisschen special aus und stand auf einer Plattform. Wow, was für eine Darbietung. Unseren Zuhörern hat es gefallen. Wie auch immer man das weiß. Und hier ist natürlich auch noch deine Bezahlung. Okay, oh, wir brauchen nur noch fünf Captains. Wir kommen gut vorwärts. Ich war dabei, groß im Radio rauszukommen. Seitdem ich hier gelandet bin, ist es nicht mehr dasselbe. Aber ich mache einfach weiter. Jeden Tag gehe ich auf Sendung und hoffe, dass irgendwer irgendwo außerhalb dieser Insel das Signal empfängt. Vielleicht kommen sie dann ja und retten uns. Aber es reicht jetzt mit meiner Melancholie. Du hast dich bei unserem Kampf fantastisch geschlagen und hast eine vielversprechende Zukunft vor dir. Ja, ich hoffe wohl. Oh mein Gott. Aber wir haben ja direkt angegriffen, ne? Warum haben die... Wir sind doch da reingedasht. Warum haben die jetzt nicht den Feuerschaden bekommen? Naja. Von mir aus. Immerhin können wir dann den Folklord fangen. So. Bam. Zertrümmert. Ah ja. Da war ja was. Okay, also den Fallenwurm werden wir besiegen. Den Folklord können wir dann schon mal Schaden machen. Das ist gut, das ist gut. Oh, nee, besser. Neue Strategie. Wir nehmen ihn direkt auf und machen unseren Multi-Angriff. Das könnte super werden. Jetzt schon mal 40% Chance, ist in Ordnung. Knochenkanone. Das hat auch gesessen. Ja. Dass es für den Fallenwurm gereicht hat, war mir klar, aber... Ja, okay, den können wir zumindest aufnehmen und dann im nächsten Zug schnell besiegen. Ja, gut. Mit schneller Klaps oder sonst irgendwas. Hallo Folklord! Hi, schön, dass du da bist. Als voll ausgewachsener Makabra trägt der Folklord seinen Schädel... Ein Schädel wie die, auf den er gehockt hat, auf seinem Kopf. Seine Arme und der Oberkörper sind derart muskelbepackt, dass er sich nicht besonders lange auf den Beinen halten kann. Okay. Er hat übrigens auch die Fähigkeit Blutspende. Spannenderweise. Ja gut. Immerhin nicht ganz umsonst, dass wir in diesen Kampf geraten sind. Und fast 1000 Erfahrungspunkte auch wieder für so random Monster hier. Ist schon okay. Wir werden uns nochmal zurückspulen, weil ich gar keine Lust habe, dass Meredith gleich ex geht und wir dann irgendwie rasten müssen und ich immer noch keine Ahnung habe, wo man hier rasten kann. Ja, hier nachts rumschlawenzen ist natürlich auch so mäßig geschickt, ne? Ah, schade, es sind zwei. So, komm, mit den Präventivschlägen. Jetzt mal was Sinnvolles. Ach, Mann. Ja, von mir aus. Beißen den. Und klapsen den. Yes. Das könnte trotzdem noch gereicht haben, dass wir hier ohne Schaden zu bekommen rauskommen. Und uns sogar am Ende noch ein bisschen geheilt haben. Ja, sinnvolle Entscheidung. Ein bisschen geheilt ist gut, voll geheilt. Ja, Jaumongold ist so strong. Ich liebe unser Team einfach. Ich hätte gerne noch 10 Monster gleichzeitig mehr dabei, aber naja, ist natürlich leider nicht so. Die Raublinge, die sich da versteckt haben, frech. Präventivschlag 1 und Präventivschlag 2. Vielleicht ein Crit? Nein. Ja, wir fliehen einfach. Wir wollen ja noch ein bisschen vorwärts kommen. Und da eh jetzt wieder dieser Kampf hier vor uns steht. Sie ist ja offensichtlich... Ja. Hier ist ein Lagerplatz. Oh mein Gott, hier ist ein Rastplatz. Super. Und hier ist eine Kiste, die wir öffnen können. Arg typisch. Immer will uns irgendwas töten. Geheimnisvolle Frau, dieses Land zeigt sich nicht von seiner freundlichen Seite, Fremde. Kommt, bekämpfen wir diese Bestien in gleicher Anzahl. Hä? Ach cool, das wird wahrscheinlich auch wieder ein Captain sein oder so. Ein bisschen random, aber cool. Ja. Das hätten wir schon mal. Hm.
ja, Blutrausch wirkt, dauert dann alles immer ein bisschen schneller. Klaps. Wäre auch eine Chance gewesen, jetzt hier Schleimblatt aufzunehmen, aber naja. Wir müssen auch später nochmal Belohnung abholen von dem, von diesem Forscher-Dude. Heuli oder wie er heißt. Ein Klaps. So. Hm. Eiszapfenpfeil. Ja, das war eine sinnvolle Idee. Und nochmal ein schneller Klaps. Und das sollte es gewesen sein. Haben wir. Sehr gut. Ja, ich vermute mal, das wird irgendwie ein Captain sein oder so, ne? Nett. Dann wissen wir ja schon, was wir als nächstes machen. Ihr würdet gut daran tun, zu gehen, bevor diese Unholde zurückkehren. Meine Güte. Ihr habt sicherlich keinen Grund, an einem Ort wie diesem zu verweilen. Netter Hut. Wer bist du überhaupt? Darum habe ich sie gerne. Ich bin Viola von Messalin. Ich bin keine Kämpferin, aber diese Insel hat mir eine derartige Rolle zugewiesen. Ich möchte dich nicht mit meinen Bürden belasten. Bist du auf einer Mission? Mein Bruder und ich wurden ins Meer geworfen. Da ich nicht ertrunken bin, hat er diese Insel unter Umständen ebenfalls erreicht. Ich suche ihn nun schon seit einigen Wochen. Eine gütige Seele hat mir diesen eigenartigen Apparat geschenkt, mit dem ich mich schützen kann. Falls du etwas von meinem Bruder Sebastian hörst, mein Lager befindet sich gleich östlich von hier. Gehab dich wohl. Norden, Osten, Süden, Westen? Achso, und er ist wahrscheinlich im Westen. Okay, alles klar. Ihr Lager ist östlich und sie ist westlich. Ja, cool. Handkantenschlag. Ja, gut. Brauchen wir gerade nicht, ne? Kann man beides machen? Ja, kann man. Ey. Ha! Wusste ich's doch. Kleines Krog-Puzzle hier. Aerosolkassette. Mäh, bringt nichts. Gut. Gleich östlich von hier. Schauen wir vielleicht noch einmal einen Slot weiter. Decken wir das auf. Es könnte das Gebäude da sein. Oder der Fleck da. Naja, da ist ja Lager. Cool. Wie ist es euch ergangen? Warum bist du allein unterwegs? Warum redest du so? Aus meiner Perspektive sprichst du einen eigenartigen Dialekt. Vielleicht bin ich weiter von einem eigenen Land entfernt, als ich es zuerst angenommen habe. Ja, okay, wir sollen ihren Bruder suchen. Alles cool. Oh. Wir haben den Shortcut. Oh mein Gott, wir haben den Shortcut. Das heißt für mich, dass wir jetzt einmal uns ans Lager setzen, mit Meredith quatschen und uns einmal ein bisschen sammeln. Und vor allen Dingen auch ich mich ein bisschen sammeln. Und was Meredith zu erzählen hat, schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.